Ja, herzlich willkommen heute zu einem ganz speziellen Video für Sie mit Praxistipps, wie Sie anhand des vedischen Horoskops die astrologische Tagesqualität bestmöglich nutzen können. Und dazu möchte ich Ihnen zeigen, wie ich jeden Tag so meine astrologische Tagesqualität ermittle und wie ich dann den Tag eben in Verbindung mit dieser Energie bestmöglich nutze. Das ist auch recht einfach und ich meine, Sie haben ja schon ein Video gesehen, das ist sehr, sehr umfangreich da mit dieser astrologischen Zeitqualität, um gute Zeitfenster finden zu können. Insofern wird das jetzt hier eine recht abgespeckte Version, damit Sie schon mal einen Einstieg finden, vor allem für diejenigen, die sich jetzt eben noch nicht so umfassend vielleicht mit der vedischen Astrologie beschäftigt haben. Es soll ja auch einfach sein und machbar sein. Und darum hier, wie Sie schon links sehen, gibt es auch einen Leitfaden, mit dem man das ganz wirklich easy und einfach handhaben kann. Ja, wie kann man also jetzt einen solchen Tag astrologisch analysieren und beginnen? Da gibt es in Indien ein hinduistisches Ritual, das nennt man Sankalpa. Und Sankalpa bedeutet übersetzt so in etwa wie Wille, Vorstellung, Absicht oder der Wunsch, womit man die Gedanken in eine gewisse Richtung bringen möchte. Und dann wird das verbunden mit den astrologischen Energien, die für diesen Tag gelten. Die findet man heraus mit dem indischen Kalender, dem sogenannten Panchang. Und so kann man dann seinen Willen, seine Absicht, seine Vorstellungen, seine Wünsche basierend auf den ausgelösten astrologischen Tagesenergien zusammenbringen, um einen Tag möglichst gewinnbringend für sich gestalten zu können. Ja? Das ist die Idee dahinter. Und das wollen wir jetzt mal miteinander machen. Und Sie sehen ja hier jetzt drei Schritte eingeblendet auf diesem Formblatt, das Sie auch sehr leicht übernehmen können. Und der erste Schritt ist erstmal die Ausgangsbasis. Ja? Ich mache das jetzt mal für mich. Gleich morgens in der Früh macht man sich erstmal bewusst, wo bin ich im Moment? Wo komme ich her und wo bin ich und wer bin ich? Also, mein Name ist Gerhard Feiner. Ich bin am 10. Oktober 1961 in Neuburg an der Donau in Deutschland geboren. Der Mond stand zum Zeitpunkt meiner Geburt in der Waage. Ich bin aufgewachsen in Bayern und arbeite jetzt als Lehrer, Forscher und Autor in der vedischen Astrologie. Gut, erster Schritt. So geht es also los, dass man sich bewusst macht, ja, wer bin ich, wo komme ich her, ja, wie wirke ich aktuell. Dann, der zweite Schritt besteht nun darin, sich die heutigen besonderen Konstellationen bewusst zu machen. Und wir machen das jetzt live hier, genau für diesen Tag. Heute ist der 2. Oktober 2020. Und so müssen wir uns jetzt parallel holen, den sogenannten Panchang, den indischen Kalender, den ich ja immer aktuell alle 14 Tage für 2 Wochen im Voraus auf Facebook veröffentliche. Ich rufe den jetzt hier mal auf und dann sehen Sie hier eingeblendet den 2. Oktober. Mal ein bisschen größer hier, 2. Oktober 2020, der Freitag, ne? Und hier steht die Venus dabei. Das bedeutet, ein Freitag wird dem Planeten Venus zugeordnet. Ein Tag, der durch die Venus repräsentiert wird, bedeutet, dass dieser Tag gut wäre für venusische Themen, also für Genuss, für Autos, Fahrzeuge, ne? Die Venus steht für Fahrzeuge auch, aber alles, was schön ist, für Kunst,
Erholung, Beziehung, Partnerschaft, ja? Venusische Dinge eben. Das ist die erste Grundlage. Das ist das Tagesdatum. Man nennt den Wochentag auch im Sanskrit Vara. Deswegen ist der hier in der Tabelle auch unter der Rubrik hier genannt, wobei da habe ich Vara gar nicht hingeschrieben. Egal. Also Sie wissen, jeder Tag der 7 Wochentage wird einem bestimmten Planeten zugeordnet und jeder Planet steht für ein gewisses Thema, was für diesen Tag besonders günstig ist. Sie haben jetzt gehört, wofür die Venus, sprich der Freitag, gut wäre. Passt ja auch gut, ne? Freitag ist für viele der Tag, wo man vielleicht gar nicht mehr so lang arbeiten muss, vielleicht schon Mittag aufhört. Darum steht da auch Freitag drin und der wird deswegen auch der Venus zugeordnet. Passt also alles ganz gut. Jetzt kommen wir zum sogenannten lunaren Tag. In der indischen Astrologie oder auch mit dem indischen Kalender gibt es insgesamt 15 lunare Tage der zunehmenden Mondphase und 15 Tage der abnehmenden Mondphase. Ja? Und das nennt man, diese lunaren Tage nennt man das Tidi. So gibt es insgesamt 30 Tidis, 30 lunare Tage. Und welcher lunare Tag ausgelöst ist, ist auch wichtig, wofür man den Tag ideal nutzen kann. Okay? Und so schauen wir jetzt mal nach. Heute am 2. Oktober 2020. Ja, wofür steht denn für jeden? Ja, das ist jetzt nichts Individuelles. Wofür steht denn heute der 2. Oktober 2020? Können Sie wieder in meinen Panchang schauen? 2. Oktober, jetzt wollen wir wissen, das Tidi, sehen Sie, dann sehen Sie hier, das ist diese Spalte darunter. 2. Oktober ist er, also müssen wir hier die Kreuzung nehmen, hätte ich bald gesagt. Das ist das erste Pratipada, erstes Tidi. Ist ja auch klar, weil gestern war Vollmond, da wurde ein Zyklus abgeschlossen, nämlich die zunehmende Phase. Diese 15 Tage wurden abgeschlossen und heute haben wir den ersten Tag. Den ersten lunaren Tag, Titi Pratipada, in der abnehmenden Mondphase. Darum ist da rechts außen schwarz und vorher war es weiß, weil da haben wir zunehmend gehabt und das Schwarz bedeutet abnehmend. So, ist ja hier auch angezeigt durch Paksha. In der indischen Astrologie bedeutet zunehmend Shukla. Shukla, Shukla, Shukla. Und gestern am 1. Oktober hat es gewechselt von zunehmend von Shukla auf Krishna. Krishna bedeutet abnehmend. Und so haben wir nun den ersten lunaren Tag, Titi Pratipada ist hier der Name. Ja? Und dieses Titi, dieser lunare Tag, was man jetzt an so einem Tag gut machen kann, wird beschrieben durch die Gottheit, die über diesen lunaren Tag herrscht. Und dieser lunare Tag wird regiert, das sehen Sie dann immer rechts daneben, durch die Gottheit Brahma bzw. Agni, den Feuergott. Ja, es sind sogar zwei Gottheiten, die diesen ersten lunaren Tag regieren. Und jetzt ist die Frage, wofür steht damit das erste Titi Pratipada? Sie können dazu, wenn Sie auch in meiner Gruppe sind, also entweder Sie wissen selber, wofür Brahma und Agni stehen und Sie kennen sich ein bisschen mit vedischer Astrologie aus. Wenn nicht, wenn Sie in meiner Gruppe sind auf Facebook, da können Sie gratis eine Broschüre runterladen, wo alle diese 15 Titis der zunehmenden, also diese ganzen Gottheiten, so muss ich sagen, hier beschrieben sind. Oder Sie sind eingetragen in meinem Newsletter. Dann gibt es in älteren Ausgaben meiner Newsletter, finden Sie dann auch eine Beschreibung der Gottheiten. Ja? Falls Sie nicht auf Facebook sein wollen, dann können Sie im Newsletter-Archiv kramen. Ja, ich schaue mal kurz. Ich habe, glaube ich, hier sogar ein Newsletter da. Wo habe ich denn das beschrieben? Also wenn Sie da im Archiv schauen, in meinem Newsletter-Archiv, das ist hinten immer ein Newsletter drin. Dann finden Sie, jetzt haben wir über das Titi gesprochen, Titi, 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 oder über die Zeitqualität,
Aha, im Oktober zum Beispiel 2016 war eine Ausgabe, wo da was beschrieben worden ist, ja. Oder hier muss man einfach mal durchlesen. Ich finde es jetzt auch nicht auf die Schnelle, aber so gibt es hier mehrere Ausgaben, wo über die Zeitqualität der indischen Astrologie und auch diese Dinge ausführlich geschrieben worden ist. Oder Sie registrieren sich auf meiner Gruppe, in meiner Gruppe für vedische Astrologie auf Facebook. Da können Sie sich dann eintragen und dann können Sie dort gratis diese Broschüre runterladen, die ich Ihnen jetzt zeige. Das ist die da hier. Muhurta, die Kraft der günstigen Zeitqualität. Und wir wollten ja jetzt wissen, wie schaut es aus mit der Gottheit Agni und Brahma. Und da können Sie dann den Text durchlesen. Ich kürze es jetzt ein bisschen ab. Brahma ist der schöpferische Aspekt Gottes, also dass man jetzt irgendwie kreativ tätig wird, etwas macht, was mit Freude ist. Ja. Agni steht für, ich sage jetzt mal, Probleme lösen, ja, das ist ja, hat ja mit dem Feuer zu tun. Und so habe ich hier jetzt eingetragen. Moment, wo haben wir es jetzt? Jetzt muss ich erst wieder zurück zu meinem Formblatt. Hier. Der ganze Tag ist es Titi Pratipada, Krishna Paksha, also abnehmende Phase des Mondes, wird regiert durch die Gottheiten Agni bzw. Brahma. Agni, die Gottheit, die ja auch mit Brahma regiert, ist gut für Problemlösungen, aber Brahma ist gut für kreativ sein, ja, etwas mit Liebe ausdrücken wollen oder was Neues kreieren wollen, ja. Deswegen ist ja auch das erste Titi, die hat ja was mit Neubeginn zu tun, ne? Gut, das merken wir uns jetzt einfach mal. Das ist eine Energie, die jetzt am Wirken ist. Das haben wir rausgelesen hier aufgrund der Beschreibung der Gottheiten, die dieses erste Titi, den ersten lunaren Tag nach dem Vollmond jetzt regieren. So, jetzt geht's weiter. Jetzt kommen wir dazu, in welcher Fixsternkonstellation, genauer gesagt Nakshatra heißt das in der indischen Astrologie, sich der Mond heute befindet. Denn der Mond wird in der indischen Astrologie nicht nur den 12 Zeichen, also Widder, Stier und so weiter, zugeordnet, sondern der Himmel wird in 27 Abschnitte unterteilt. Das sind Fixsternkonstellationen, das sind die Plejaden, der Oriongürtel, Beta Geuze, also Sternbilder, die tatsächlichen Sterne da oben. Und dann müssen wir schauen, ja, wo steht denn der Mond am Himmel, in welcher dieser 27 Fixsterngruppen? Weil auch das färbt die Tagesqualität, die astrologische Tagesqualität. Da schauen wir jetzt nach. Da können Sie wieder in meinen Panchang gehen. Zack. So, Nakshatra, wo steht es? Ah, hier unter Nummer 7. In dieser Spalte hier also, ja. In der Spalte Nummer 7. Da gehen wir runter, weil wir sind ja jetzt am 2. Oktober. Dann finden wir, aha, bis Nakshatra Revati. Sehen Sie das hier? Revati. Nakshatra, na, das ist hier die Spalte, runtergehen, Revati, bis 20:48 Uhr. Ab 20:48 Uhr, aber da ist der Tag dann eh schon fast gelaufen, ist es Nakshatra Ashwini. Das bedeutet, wir halten fest, aha, heute am 2. Oktober ist der Mond, also primär wichtig ist damit Revati. Ashwini ist schon gar nicht mehr so wichtig. Ab abends um 9 Uhr werden wir nicht mehr so viel zerreißen. Außer ein paar Nachteulen von Ihnen, gell, die das vielleicht hier dann später anschauen. Aber ich gehe jetzt mal, ja, weil ich mache das jetzt sozusagen für mich. Ein anderer, der eine Nachteule wäre, müsste sich natürlich dann auch Ashwini genauer anschauen, aber ich gehe immer sehr früh ins Bett. Von daher interessiert mich jetzt bloß Rivati. Muss dann jeder eben selber schauen, ja. Hängt auch damit zusammen, wenn Sie mehr Nachtmensch sind, dann müssten Sie sich mehr für Ashwini jetzt interessieren. Mich interessiert aber jetzt von daher Rivati. Wofür steht Rivati? Da können Sie auch wieder in die Broschüre gehen. Oder Sie wissen, was das Nakshatra Rivati bedeutet, weil Sie vielleicht schon
mehr wissen über die indische Astrologie, aber Sie können dann da reingehen in die Broschüre und dann lesen Sie eben über das Nakshatra Revati. Hier, das ist das letzte, die Nummer 27. An diesem Tag befindet sich der Mond in der Fixsterne Revati. Ist eine gute Zeit, sich eine Pause zu gönnen. Aha, Pause, Selbstheilung. Mehr Mitgefühl, Hingabe und Großzügigkeit, Liebe und Freundlichkeit. Passt auch gut zu der Venus, ne, die wir gehört haben für den Freitag. Merken Sie das? Gute Zeit für Ehen und Beziehungen. Verlorenes leichter wiederfinden. Den Lebenspfad klarer erkennen. Man kann sich leichter jetzt einen Führer suchen oder einen spirituellen Lehrer oder einen Guru. Das Nakshatra Revati macht geneigt, Wohltätigkeit zu praktizieren und es steht auch für tiefe Spiritualität. Ja, so. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu meiner Tagesübersicht. Wir waren bei dem Nakshatra. Bis 20.48 Uhr Revati. Jetzt habe ich halt nur in Kurzform das hingeschrieben. Ich habe es Ihnen gerade vorher länger vorgelesen. Beschäftigung mit Selbstheilung, Wohltätigkeit, Beziehung, Gurusuche, Führersuche, Lehrersuche, Spiritualität. Ja? Und ab 20.48 Uhr ist dann Ashwini, wäre auch gut für Heilung oder steht auch für Neubeginn übrigens Ashwini. So, bis hierher kriegt man jetzt schon ein bisschen ein Gefühl für die Energie. Geht es Ihnen auch so? Sie merken schon, worum es jetzt geht. Ja? Ich fasse es mal bis hierher zusammen, bitte. Aha, heute ist Freitag, ein Venustag. Gut für schöne Dinge. Mit Menschen in Beziehungen treten oder sich um die Beziehung kümmern. Sich erholen, ja, habe ich jetzt registriert. Dann, lunarer Tag, erstes Titi Pratipada wird regiert von Gottheit Agni bzw. Brahma. Kann man gut Probleme lösen, kreativ sein, was Neues sich ausdenken. Aha, und fällt mir gerade ein, die Venus steht ja auch für die Liebe und alles, was man mit Kreativität macht, sollte auch aus der Liebe kommen. Ja? Ich sehe da jetzt für mich schon eine gewisse Synergie, Übereinstimmung. Dann drittens das Nakshatra, wie wir gerade gehört haben, bis 20.48 Uhr Revati. Da geht es jetzt auch wieder so um Selbstheilung. Vorher hatten wir bei der Venus gehört, Erholung, hier Titi, Problemlösungen, ja, das ist sehr interessant, weil dadurch haben wir, sehe ich für mich so eine Energie, ich sollte mich heute auch um etwas kümmern, wo ich für mich irgendwie ein Problem löse in Verbindung damit, was meiner Gesundheit dienlich sein könnte, ja, oder ich sollte etwas tun, wodurch ich mich erhole oder meine Genesung, ja, Genesung nicht mehr, mittlerweile bin ich ja wieder 100% gesund, aber meine Vitalitätsstärke, ja, meine, mich auch ausreichend erholen. Und dabei kann es aber auch sein, dass ich etwas Schönes, Neues mache, ja, und mit Menschen in Beziehung trete. Ja, und jetzt merken Sie schon, ja, das, was ich jetzt mache mit dem Video, ich habe mir das auch überlegt, das ist auch ein kreatives Projekt jetzt, ja, um mit Ihnen da draußen mehr in Beziehung zu treten, ja, dass Sie mehr praktische Hilfe bekommen. Ja, so hat es auch mit Selbstheilung zu tun, weil je mehr wir auf Basis der Energien unseren Tag gestalten, die am Wirken sind, ja, umso mehr sind wir auch in der Harmonie. Und ich darf Ihnen schon ankündigen, dass ich da jetzt ein paar Tage immer wieder mal so ein Video machen werde, wo ich das zeigen werde, wie ich damit arbeite, damit Sie das dann auch lernen können, weil ist mir schon klar, dass man da ein bisschen
Geduld braucht, um da richtig reinzukommen. So, wir gehen jetzt weiter. Wir waren jetzt beim Nakshatra, habe bis jetzt zusammengefasst. Jetzt kommt der nächste Punkt. Ist heute ein Tag, um irgendwelche größeren Projekte neu zu starten? Meinetwegen zu sagen, ich fange heute an, damit ein Buch zu schreiben. Ich fange heute an zu fasten. Ich fange heute an, das Rauchen aufzuhören. Also größere Themen, ja? Dann schauen Sie sich hier die Tabelle an. Dann sehen Sie, das ist zwar jetzt noch nicht die Ideallösung, weil normal müsste man sich, wenn es eine wirklich große Sache ist, bräuchte man ein Muhurta-Horoskop. Das Horoskop für den günstigen Moment. Aber allein schon bei dieser Übersicht sieht man, dass der 2. Oktober, da ist nur ein grünes Zeitfenster bis früh morgens um 2.30 Uhr in etwa. Und danach ist es nur rot. Das bedeutet, etwas Wichtiges, Großes, sollten Sie heute nicht starten, heißt es. Ja, weil, und das sehen wir hier, weil nämlich das Yoga ungünstig ist. Ne? Also das Yoga ist eine bestimmte astrologische Konstellation, eine Verbindung von Sonne und Mond im Horoskop, und die ist heute ab 2.05 Uhr nachts, ist das Yoga via Gata, und das ist ungünstig. So, das bedeutet, man sollte heute nichts, also demnach Großes, Wichtiges neu starten. Kein günstiger Zeitpunkt. Aber wie bitte, ich wiederhole nochmals, wenn Sie etwas Großes, Wirkliches, Wichtiges starten wollen, dann errechnen Sie sich lieber oder lassen sich errechnen, ein Muhurta-Horoskop, es wäre angebracht. Also Baubeginn, neue Arbeit, unterschreibt einen Kaufvertrag für Immobilie heute oder so. Da reicht die Tabelle nicht aus. Es ist nur mal ein erster Helfer, eine erste Übersicht, dass man sieht, was ist grün, was ist rot, damit man zumindest schon mal die größten K.O.-Kriterien nicht, also wie soll ich sagen, nicht in die größten Hindernisse sich selber in den Weg legt. So, jetzt kommen wir noch zum Taraballa, zum Schluss. Das Taraballa, da hatte ich schon mal ein Video dazu gemacht, wie man seinen eigenen inneren Mond harmonisieren kann mit dem äußeren Mond. Weil der Mond am Himmel wandert ja durch die 27 Fixsternkonstellationen. Das ist alles erklärt in diesem Video, das Sie jetzt auch in dieser Playlist finden, weil das gehört eigentlich dorthin, wie Sie Ihren inneren Mond harmonisieren, heißt dieses Video. Und dieser Mond am Himmel, der in einer der 27 Fixsternkonstellationen sich ja befindet, er wandert ja so ungefähr jeden Tag in eine andere Position, steht in einem bestimmten Abstand zu dem Mond, wie er in Ihrem Geburtshoroskop steht. Und je nach dem Abstand sagt es etwas aus, wie es Ihnen entweder mental, körperlich oder spirituell geht. Wie das berechnet wird, will ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Da schauen Sie sich bitte das Video an, wie Sie Ihren inneren Mond harmonisieren können. Außerdem können Sie das nachlesen in meinem Newsletter von Dezember 2019. Wenn Sie in meinem Verteiler drin sind für meinen Newsletter, da finden Sie hier die Beschreibung, wie man in Harmonie mit dem inneren Mond lebt. Das wende ich jetzt einfach an, das Wissen. Das ist hier ausführlich beschrieben. Oder Sie schauen sich das Video an, was hier in der gleichen Playlist ist. Und dann ist es so, wie wird das jetzt errechnet? Also mein Mond befindet sich ja in der Geburtskonstellation her im Nakshatra. Da brauchen wir eine andere Tabelle, die Sie auch hier im Newsletter sehen oder auch in dem Video, wo ich Ihnen gerade empfohlen habe. Da muss man in die erste Zeile gehen, sich schauen, wo man sein Geburtsnakshatra findet, also wo der Mond war zum Zeitpunkt der Geburt. Der war bei mir in Chitra. Und jetzt haben wir ja gehört, ist der Mond heute in Revati. Das ist hier, sehen Sie das, REV abgekürzt. Das ist der Mentalbereich und der ist rot. Das heißt, heute ist, weil der Mond die meiste Zeit in Revati ist, kein guter Tag für schwere geistige Arbeit, anstrengende mentale Arbeit. Also ich werde mir heute nicht schwierige
englische Texte übersetzen, um weiter zu forschen, wo ich mich sehr vielleicht verkopfen muss, sondern der Tag ist für mich hier eher darauf eingestellt, was Kreatives zu machen, mit Leuten mehr in Austausch zu gehen, etwas zu machen, wo ich auch viel Liebe reinsetzen kann und was ja immer der Fall sein sollte, ich weiß, etwas zu machen, wo Spiritualität vielleicht beteiligt ist, weil also zumindest vom Mentalen her ist es heute nicht gut. Da wäre es erst, wenn der Mond ins Nakshatra Ashwini geht, das ist ab 20:48 Uhr, da haben wir dann Grün im Mentalbereich, also heute abends ab 20:48 Uhr wäre es dann gut für intellektuelle Arbeit, aber da gehe ich schon bald ins Bett, also ist es für mich nichts. Und hier sieht man, was es dann bedeutet. Hier haben wir den Mentalbereich, die zweite Gruppe, ne? Weil Revati fällt von meinem Nakshatra aus gesehen. Es kann bei jedem anders sein, ne? Es kommt darauf an, wo Sie sind. Ja? Ich bin halt Chitra, darum ist bei mir Revati in der Mentalgruppe. Ashwini haben wir auch gerade gehört. Also, wie wirkt sich jetzt das aus hier? Im Mentalbereich, das war die vierte Position in der mittleren Gruppe, innerer Frieden, man fühlt sich sicher. Ja, und auf der Basis, dass man sich Entschuldigung, man hier, das Revati ist ja negativ, das war das fünfte, ja, in der Mentalgruppe, hier Chitra, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ist ja negativ, ist ja rot. Was bedeutet das Rote? Man fühlt oder denkt, es reicht irgendwie nicht negative Energien im Mentalbereich. Ja, und deswegen, ja, dann würde ich denken, oh, das ist nicht gut genug, was ich mir da ausgedacht habe, das reicht nicht. Ja, schlecht übersetzt, ja, oder den Lehrbrief nicht gut gestaltet. Ja, ich bin ja Lehrer. Also mach was Kreatives, geh mit den Leuten in Kontakt, ja. Und darum mache ich heute dieses Video. Ja, es ist alles überlegt, ja. Und fang mit was Neuem an, denn es regiert ja auch heute die Gottheit Brahma, das erste Tithi, den ersten lunaren Tag nach Vollmond. Und Brahma will ja schöpfen, will was Neues in Gang bringen, will kreativ sein. Ne? Brahma ist der Schöpfergott. Dass jetzt da rot ist die meiste Zeit, stört mich jetzt nicht so. Zum einen, weil es in Übereinstimmung ist mit anderen Qualitäten und weil es jetzt kein so bedeutendes Thema ist, wie wenn ich sagen würde, ich fange heute an, meinetwegen eine Fastenkur zu machen oder ich kaufe heute eine Immobilie oder ich mache heute, entscheide ich mit einem Buchschreibeprojekt zu beginnen. Dann würde ich nicht nur diese Tabelle beachten, dann würde ich auch sicherlich ein Muhurta-Horoskop mir erstellen. So, können wir jetzt diese Übersicht vervollständigen? Das bedeutet, Revati, wie gehört, ist mental ungünstig, bringt negative Energien, also ist es gut, sich weniger mit intellektueller Arbeit und mehr mit Heilung, Kreativität, Beziehung und Spiritualität zu beschäftigen. So. Das ist mein Vorsatz für den heutigen Tag, 2. Oktober. Ich habe es jetzt, denke ich mal, sehr, sehr ausführlich gemacht. Das heißt, die Tagesenergie, die ich für mich ermittelt habe, sagt mir heute, es ist ein guter Tag, ja, was mit Freude, Spaß zu machen, was Schönes, wo man mit Menschen auch in Beziehung tritt, mich mehr auch um meine Selbstheilung zu kümmern, etwas auf kreativer Basis in Gang zu setzen, wodurch man mehr in den Austausch kommt mit den Menschen. Ja, deswegen mache ich das. Und außerdem ein guter Tag, um mit der Selbstheilung sich mehr zu beschäftigen. Ja, und diese Tabelle oder diese Übersicht, die ich Ihnen zeige, dass ich mehr versuche, auf Basis der kosmischen Energien meinen Tag zu gestalten. Und dass ich das noch viel mehr intensivieren möchte, soll ja auch zur gesteigerten Harmonie und gesteigerten Selbstheilung beitragen. Was ich nicht tun werde, ist mich mental großartig zu verausgaben. Das wäre zu anstrengend für mich heute.
Das ist kein guter Tag dafür. Stattdessen eben die anderen Dinge mehr zu machen. So, dritter Schritt ist jetzt noch das Gebet, mit dem ich dann in den Tag gehen möchte. Ich habe Ihnen hierzu ein Gebet aus den Upanishaden, also aus den vedischen Texten herausgesucht. Dieses lautet: Lieber Gott, führe uns vom Unwirklichen zum Wirklichen. Führe uns von der Dunkelheit ins Licht und führe uns vom Tod zur Unsterblichkeit. Ja. Und jetzt, oh, ich merke, das geht auch gleich ganz schön in mich hinein. Mächtige Sätze, ja. Und jetzt, ja, so ist mein Tagesbeginn. Ich habe Ihnen das jetzt vorgemacht. Es ist zwar jetzt schon 12.15 Uhr, also zumindest hier auf Zypern, wo ich ja lebe. Ja, wir sind ja eine Stunde weiter. Bei Ihnen ist es noch 11.15 Uhr vormittags. Aber ich habe ja das schon heute früh gemacht und habe mir das jetzt auch noch überlegt, dass ich das jetzt direkt hier Ihnen zur Verfügung stellen möchte, dass Sie hier jetzt wirklich eine Anleitung haben, wie Sie es machen können. Ja? Und ich denke, auf der Basis, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dürfte es jetzt sehr, sehr leicht sein, wie Sie ja, sich 5 bis 10 Minuten Zeit nehmen können morgens, um Ihren Tag bewusster zu gestalten, ja, oder den Tag mehr in Übereinstimmung mit Ihrer astrologischen Tagesqualität zu nutzen. Ja. Dies war jetzt das erste Video dazu. Es wird basierend auf meinem Geburtshoroskop, werde ich noch ein paar weitere Tage so ein Beispiel machen, damit Sie ja, eine Anleitung oder eine Inspiration haben, eine Übung haben, einen Leitfaden haben, wie auch Sie das in Ihren Alltag bringen können. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg und freuen Sie sich schon auf weitere Inspirationen oder Videos zu diesem Thema. Bis dorthin!